Die Fuchs aus Schönberger, heute haben wir die sogenannte Todesgruppe gesehen. Die Franzosen erst gegen Rumänien und dann die Holländer gegen Italien. Berti, fangen wir mit Frankreich gegen Rumänien an. Sag mir deine Eindrücke der beiden Mannschaften. Ja, das war ein sehr taktisch gespieltes Spiel von beiden Mannschaften. Keiner wollte verlieren, aber keiner wollte auch gewinnen. Man hat zu wenig investiert. Den Rumänen darf man keine Vorwürfe machen. Die Rumänen sind die klaren Außenseiter. Von den Franzosen hätte ich persönlich mehr erwartet. Aber mit diesem Punkt kann man leben und man wird abwarten müssen, wie halt beide Mannschaften gegen Italien und gegen Holland spielen wollen. Vor allem, wenn wir dann das zweite Spiel gesehen haben. US, Holland, Italien. Ja, wir haben sicher bis jetzt das beste Spiel gesehen von dieser Europameisterschaft. Und ich habe gesagt, jetzt ist die EM eröffnet mit dem Spiel. Wir haben perfekten Fußball gesehen von der Holländerseite. Bis vielleicht 10 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo sie ein bisschen vom Tempo haben müssen zurücknehmen mussten, wo dann die Italiener stark geworden sind. Aber sonst haben sie es perfekt gespielt. Technisch 1-2 Kontakt. Und schnell nach vorne, Angriff, sind die Italiener überfordert. Und vor allem in den Zweikämpfen waren sie aggressiv und haben die Italiener gar nicht spielen lassen. Und das war der grosse Unterschied zwischen Holland und Italien. Die Schweiz hat gesagt vor dieser EM, wir wollen Europameister werden. Jetzt ging das Eröffnungsspiel verloren. Welche Chancen haben die Schweizer jetzt noch, nicht Europameister zu werden, aber überhaupt die Gruppe zu überstehen? Wir müssen ja zuerst jetzt mal aufs nächste Spiel schauen und das sind die Türken zu schlagen. Und ich glaube, wenn heute die Mannschaft das Spiel zugeschaut hat von Holland gegen Italien, dann wollen sie so auf, oder müssen sie so auftreten wie die Holländer und dann geben eine Chance, dass wir die drei Punkte, die wichtigen drei Punkte holen am Mittwoch, für dann auch noch Hoffnungen zu haben gegen Portugal, dass wir dort noch einen Punkt oder vielleicht auch drei Punkte holen. Zumindest mit der Einstellung, also dieser positive Fußball. Ich gehe raus, so wie wir früher auf dem Schulhof, weil ich gewinnen möchte. Ja, das hat Freude gemacht, wie die Holländer marschiert sind, wie die Holländer einfach gespielt haben. Wenn wir auch die Pässe angeschaut haben, sie sind nicht so leicht geschlagen worden, sie sind richtige Pässe, wie man sie muss schlagen, dass der Gegner nicht zum Ball ankommt. Und natürlich in der Technik haben sie uns vorgezeigt, was links und rechts, also Beidfüßigkeit, was man braucht heute auf einem höheren Level. Die deutsche Mannschaft haben wir gesehen, waren eigentlich alle zufrieden mit dem, was sie gezeigt haben gegen die Polen. Wenn wir das messen an dem, was die Holländer heute gezeigt haben, wir wollen ja Europameister werden. Also ich denke, wir zählen zu den Favoriten, das darf man nicht wegdiskutieren, kann man nicht wegdiskutieren. Wenn man das vergleicht mit dem, was die Holländer heute gezeigt haben, wie würdest du das gewichten? Es wäre schon ein tolles Finale, Holland-Deutschland. Zumal die deutsche Mannschaft mich überzeugt haben im ersten Spiel. Taktisch hat Deutschland natürlich anders gespielt als die Holländer. Sie haben es sehr, sehr geschickt gemacht. Allerdings haben die Holländer heute gezeigt, auch dass sie mit einer gewissen Leidenschaft Fußball gespielt haben. Zum ersten Mal habe ich so eine holländische Mannschaft gesehen. Die Deutschen ein wenig unterkühlt, aber trotzdem, die Deutschen können noch zulegen. Die Holländer, glaube ich, können nicht mehr zulegen. Und das könnte ein Vorteil für die deutsche Mannschaft sein. Und ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Auch das Signal an die deutsche Mannschaft, mit drei Stürmern zu spielen, ist angekommen, ist angenommen worden von der deutschen Mannschaft, das Spiel gewinnen zu wollen. Und das ist heutzutage entscheidend. Wir erleben eine ganz amüsante Europameisterschaft, glaube ich. Kann man das sagen? Ja, bisher, wenn man auch die Stimmung sieht in Stadien, wenn man auch die spielerische Qualität sieht. Und man sagt ja immer, dass eine Europameisterschaft plus zwei Südamerikaner plus ein Afrikaner, es wäre die stärkste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Das erleben wir. Heute haben wir es erlebt. Einmal im ersten Spiel, was sehr, sehr taktisch gespielt worden ist von Frankreich und von Rumänien. Aber im zweiten Spiel, trotz Taktik plus Leidenschaft, das gab dieser tolle Fußballabend heute her. Und wir können uns freuen auf weitere wunderschöne Fußballabende. Ich finde, ihr habt beide als Trainer glänzende Augen nach dem Spiel und wir als normale Zuschauer auch. Also schöner geht's nicht.